Also bei kleinen Sachen, bei Isolationsübungen und für kleinere Muskelpartien wie die Arme, Trizeps, Bizeps ist es halt wichtig, verschiedene Trainings zu haben, weil man nicht in einem großen Umfang trainieren kann. Man muss immer schauen, dass man bei Isolationsübungen eben im kleinen Umfang trainiert. Daher ergeben sich mehrere Trainings für die zwei Muskelpartien. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein Training, ein Beispieltraining von meinem Arm, wo ich jetzt das Prinzip ist, um es kurz am Anfang zu erläutern, ist, wir gehen von beim Bizeps und beim Trizeps, wir machen Supersatz. Der Supersatz, erstmal die Drag Curls, wir fangen außen an und arbeiten uns immer weiter nach innen. Also wir fangen an mit dem Griff hier, ja, der Griff, dann gehen wir zu diesem Griff, Mittelfinger auf der Begrenzung und danach gehen wir auf den Griff, Zeigefinger auf der Begrenzung am Ende, okay? Vielleicht sogar noch einen Tick tiefer. Und jeweils immer im Supersatz, sprich Drag Curls, dann gehe ich an die Trizepsmaschine. Hier, fange an, breit, eng, am engsten. Sinn der Sache wird sein, ich trainiere mal komplementäre Muskelpartien. Das heißt, während ich hier bei den Drag Curls den inneren Bizepskopf trainiere, also hier diese Seite, der Bizeps wird ja so unterteilt in der Mitte. Hier seht ihr, wenn ich anspanne, seht ihr hier diesen Strich hier. Ich trainiere damit das hier. Wenn ich weiter nach innen gehe, dann geht es immer weiter nach außen. Okay? Und beim Trizeps dasselbe Prinzip. Außen. Ihr seht dann, wenn ich außen von außen werde, dann sehen, welcher Trizepskopf sich anspannt. Damit es nicht zu viel vorwegnehmen am Anfang. Ich fange jetzt an mit den Drag Curls. Wichtig ist, am Körper entlang führen. Nach oben. Immer langsam kontrolliert. Das waren jetzt 12. Ich spüre eben hier das Brennen. Hier ist beschränkt sich auf das obere Viertel, aber es geht noch, strahlt noch einen Tick weiter runter. Also hier, man spürt wirklich nur, wie dieser Teil hier beansprucht wird, dieses Areal. Und hier der Sinn der Sache, wieso Langhanteln? Weil wir mit den Langhanteln dann nicht so ein großes Problem haben mit den Supersätzen, weil wir direkt rumswischen. Hier kann ich jetzt hier machen, mal 50 Kilo. Gehen breit. Gut. Ich kann es nicht weiter nach hinten, aber es ist wichtig, mit dem Rücken raus und den Winkel so weit öffnen wie möglich. Welche Muskelpartie wird hier beansprucht? Es ist hier dieser Trizepskopf. Einer der Trizeps, heißt Muskel besteht aus drei Köpfen. Hier ist einer von denen beansprucht wir gerade Bizeps, zwei Köpfe, mittlere Unterteilung. Wir haben hier quasi dann 33% des Bizeps abgedeckt, wenn wir ein bisschen mehr als ein Viertel rechnen. Das wird ein bisschen mehr als die Hälfte der Hälfte beansprucht. Wir sehen uns gleich beim nächsten Supersatz, wo wir weiter reingehen. Aber wenn es darum geht, ein bisschen Schmutz im Ärmel zu haben. Also der Typ wiegt, was wiegst du? Ich wiege heute Morgen 76,5, habe ich heute Morgen. Ja, ich wiege 92, also ja, hier der Daddy ist es ganz klar. Und, der besser aussieht ist auch ganz klar. Der besser aussieht ist auch ganz klar, ja. Komm mal, zeig mal deinen Bauch. Hey, wenn der sich... Yeah. Man.